Assalamu alaikum, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem Ramadan-Vlog. Was? Es ist 20.11 Uhr und 2 Minuten ist Iftar. Ich freue mich. Danke, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Guck, meine Eltern haben... Guck, was ich dir mitgebracht habe. Guck, was ich mit dir mitgebracht habe. Ich wusste schon Bescheid, ne? Deswegen. Mein Vertrag war beendet und ich habe jetzt endlich da ein neues Handy. Ich freue mich so krass. Stellen wir das nach Iftar ein. Und Leute, für die Leute, die aus Nürnberg kommen und sich einen Vertrag gönnen wollen und ein Handy... Ich sage euch eine Adresse, die ist krass. O2 Quality Partner, das ist Landgrabenstraße. Vertraut mir, geht dahin, wenn ihr was Krasses braucht. Richtig gut. Es ist 20.15 Uhr. Oh. Aber vorletzte. Okay Leute, wir gehen jetzt zu Yassi. Iftar war sehr lecker, oder? Essen war gut? Gott sei Dank sind wir satt geworden. War echt, also dein Papa kocht so anders, Leute. Das ist krass. Ich habe auch, wir haben auch noch Snacks und so mitgenommen. Erdbeeren und Muffins. You want some snacks? Es regnet. Who's Poppy, guys, man? Now we are driving to Yes Jasmine. And I think we have special sweets, you know, Raffaello and Bueno. Let's get ready to rumble! Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, es gibt kein besseres Feeling. Oh mein Gott, also mein Baby, ah. Die ist voll scharf, ne? Bam, dann geh gleich wieder. Mein Engel, mein kleines. Wir haben jetzt geparkt, wir laufen jetzt nach Hause. Sarah ist die ganze Zeit an ihrem Handy. Leute, es ist so anders. Hey Leute, ich habe Pickelcreme drauf, wundert euch nicht. Ich hole uns jetzt was zu essen. Dolly ist schon voll müde, aber ich habe krank Hunger noch. Deswegen. Das sind so Sachen wie so Hirtenkäse, Aioli, Eier, also basically so ein süßes deutsches Frühstück. Willst du essen? Hm? Willst du essen? Ja, ich lasse dich nicht rein. Ich esse mit ein bisschen. Was? Ich esse mit dir mit ein bisschen. Du musst nicht. Wenn du schlafen willst, kannst du schlafen. Leute, ich gehe jetzt duschen, mich fertig machen. Aber ich muss sagen, heute ist das erste Mal, dass ich mit richtig krassem Durst aufgewacht bin und es bleibt. Also ich habe bis jetzt, es ist jetzt 14 Uhr und ich habe immer noch kranken Durst. Wie ist das bei dir? Gar nichts. Ich habe unnormal Durst. Es ist gerade richtig schlimm. Heute wird schwer. Heute wird sehr schwer. Leute, für mich geht es jetzt zum Friseur. Sarah wird mich begleiten, weil sie mich sonst nie begleitet. Und jetzt ist es Zeit. Wow, du siehst krass schön aus. Und ja, ich würde sagen, kommt mit, Leute. Wir sehen uns. Zeig mal deine Haare vorher. Seiten auf Null. Seiten auf Zero. So, wir können schnell ein Bild machen, bevor okay. Die ganz weg ist. Okay. Lass komm. Direkt machen. Modelle dann auch. Aus dann auch. Wie lange noch? Krass. Wenn du es machst, dann wie lange noch? Wir haben noch. Ich glaube noch knapp 4-5 Minuten. 5 Minuten, ja genau. Und du hast die Mayonnaise. Monsieur, what are you doing here, man? Miss what? Monsieur. I'm not a monsieur. Miss. Vom Fasten heute? Heute war mein schlechtester Tag, was Fasten angeht. Ja, aber trotzdem hast du es geschafft.
Ich bin voll stolz auf mich, dass ich heute, weil heute Morgen, Leute, um 6 Uhr morgens, das war die Hölle, ich war wach und ich konnte nicht schlafen, weil ich so krank Durst habe. Und ich habe so mit mir selbst gekämpft, nicht zu trinken. Das heißt jetzt immer zwischendurch Wasser trinken. Ja. Dolly, ja. Willst du ein Gentleman sein? Ja. Willst du mich tragen bis zum Tor? Bis zum Tor? Ja, wir gehen durch die Garage. Okay. Wenn ich mit Santorini vergleiche, du bist viel schwieriger geworden. Du bist gemein. Bir, iki, üç, dört. Leute, der stirbt gerade, so dick bin ich gar nicht. Nein. Doch, ich will von hier gehen. Nur weil du nicht mehr kannst, Leute. Der sagt, lass von hier gehen, weil er bis zum Tor nicht mehr kommt. Tschubus. Guten Morgen, Freunde. Heute ist viel leichter. Ich weiß jetzt, woran es lag, dass ich gestern so Probleme hatte mit Durst. Ich habe zu Saud richtig viel Aioli gegessen. Das ist ja super viel Knoblauch und salzig. Und ich glaube, deswegen hatte ich so Durst. Aber heute ist wieder leicht, wie immer. Jetzt gehe ich zu Dolly. Guck mal, ob der wach ist. Hallo. Geht's? Deine Haare sehen lustig aus. Hast du Durst? Mm-mm. Nicht? Nee, du? Es lag gestern am Aioli. Ja, und du hast auch gut getrunken, denke ich mal jetzt mal, ne? Ich habe ein richtig cooles Restaurant für heute reserviert eben. Das heißt Duma, das ist Asian Fusion Kitchen. Da gibt's richtig geile asiatische Tapas. Heute ist nicht so gutes Wetter und deswegen habe ich die dickste Jacke angezogen, die ich habe. Endlich. Sieht so witzig aus. Ich sehe aus wie ein Michelin-Männchen. Nein, die Jacke ist echt schön. Aber sie ist wirklich schön. What do you think about my outfit? I don't know, man. Is it nice or? Yes, it's nice. Let's get ready. Let's start the day. We have so many things to do, so see you soon, man. You know what I'm saying? You're a fast-class woman. And you're fucking glamorous, man. The song is for you, man. It's your girl, buddy. Was ich tun kann, bis ins Grab. Glaub an dich, so wie du an mich kannst. In der Scheiße zu stecken. So, wir haben eine Mission. Wir gehen jetzt. Was würdest du jetzt für ein Crepe tun? Mit einem Teller? Ja. Alles. Asian Tapas, lecker. Leute, das ist so anders jetzt, wenn man in Läden reingeht und ohne Maske. Und Sarah hat jetzt eine Maske getragen, weil jeder eine Maske hat. Aber ich bin halt ohne rein, ne? Man darf ja. Es interessiert mich sehr, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr immer noch eine Maske anhabt oder ohne Maske reingeht. Mein kleines Update. Wie fühlst du dich gerade? Ohne Essen, ohne Trinken? Gut, du? Wie läuft Ramadan bis jetzt? Gut, ich hab nur Hunger. Nur gestern war es für dich Katastrophe, ne? Gestern war es schlimm, aber ja, heute ist wieder Ramadan. Das ist so unangenehm. Geh rein. It's getting out of control, man. Out of control. Leute, einfach M passt mir, aber ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, ob ich jetzt diese Hose nehme oder eine breitere. Und Oberteil passt auch, also ich werde das Set, denke ich mal, nehmen. Richtig geil. Ich hole mir diese Dickies-Hose in schwarz. Das ist eine normale Basic-Hose. Und die ist einfach auf 30 Euro reduziert. Und ich hole mir dieselbe Jogginghose wie du hier. Wir haben wieder eine gute Ausbeute gemacht. Next Destination. Zara Obergeschoss. Du hast schon wieder was gefunden, ne? Schäm dich. Schäm dich. So, Leute. Ich weiß, wir vergessen es voll oft, aber dieses Mal machen Kommt wir wirklich. Haul, ja. Wir machen später einen Haul. Und ich gehe einfach, ich will hier was kaufen und Dolly so, willst du jetzt auf schlau machen oder was? Aber ich will für Dennis so ein Übungsbuch für die Schule holen, weil der hat jetzt Ferien und der wollte üben, ne? Ja. Sarah kümmert sich so krass um Dennis, das macht mich so stolz. Bald ist Iftar! Bald ist Iftar! Schalalalala! Hast du Hunger? Oh, wie? Also von einer Skala von 1 10, bis 10. 10. Bei mir, ich habe schon so lange Hunger, ich habe keinen mehr. Echt jetzt? Ja. Hier gehen wir essen, Duma. Geht's? Du armer Junge, du wolltest Pinocchio lernen. Hast du heute was geplant oder so?
Du kommst heute, Sarah, du bist auf jeden Fall danach weg und Dolna kommt mit mir. Heute, heute gibt's alles. Immer werde ich ausgeschlossen. Hunger, Hunger. Du hättest nicht mal viel essen. Wer zweimal verliert. Was sagst du? Wer zweimal verliert. Okay. Eins, zwei, drei. Okay. Soll ich mich freuen? Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Absolut freue ich mich. Steiner. Joni, mach die Tür auf. Au. Fetter. Oh, hammer cool. So Leute, wir sind jetzt in einem Café im Brownies und wir wollen hier was Süßes essen, ne? Yes. I'm very happy, man. Okay. Chai Latte. Cappuccino. Cappuccino. Ich hab auch so krass. Gut, Uli. Schmeckt das? Boah, Leute, gebt euch mal diesen Schmerz mit Vanilleeis. Oh. Krass, ne? Ich muss weinen. Leute, Barisch hat sein Handy vergessen. Hey, er ist hinter dir. Ich warte darauf, dass er merkt, dass sein Handy weg ist. Batterie am Anzeige. Ich hab mein Handy da gelassen. Scheiße. Ich hab keinen Bock mehr. Komm mal am Beckle. And I'm here with Dolne and beautiful Sarah. Let's go, bitches. Sarah, Phil, wie wird es uns zum Kuss geben? Ich bin sehr stolz auf euch. So Leute, wir haben euch versprochen, ein Haus zu machen. Deswegen zeige ich euch jetzt mal einzeln, was Sarah sich geholt hat. Einmal so ein, was ist das? Ein Body. Ein Body. Den habe ich auch in, halt mal weiter nach oben. Den habe ich auch in schwarz, jetzt habe ich den mir auch in weiß geholt. Der sieht voll Ding aus, hochqualitativ. Ja, ja, die sieht angezogen richtig gut aus. Ja. Dann habe ich mir so ein sommerliches Set geholt. Das hast du in schwarz auch, ne? Einmal hier die Hose. Die Hose habe ich in schwarz. Das Oberteil dazu. Das ist voll süß. Das ist so Tanktop-Style. Ich und Sarah haben die gleiche geholt. Und ich habe das Ding dazu, also als Set sozusagen, auch das Oberteil. Duli hat den Pulli, bei mir gab es den ja nicht. Der ist echt schön. Sieht echt richtig nice aus. Und die sind voll weich, die Sachen. Das ist dein bester Einkauf von allen, finde ich. Ich habe mir die Dickies so im Schwarz. Endlich hast du dir eine Dickies geholt. Morgen, Leute. Duli schläft noch. Ich mache mich jetzt fertig. Ich gehe mit meiner Cousine und ihren Brautjungfern heute nach Kleidern gucken. Wir fahren nach Duisburg und deswegen ist Doli den ganzen Tag mit Barisch. Und weil ich euch eh dann nicht so gut mitnehmen kann, weil ich kann jetzt nicht die Kamera ins Gesicht von denen anhalten, filmt der Doli heute. So Leute, ich bin ready, ich bin fertig. Ich gehe jetzt Sarah abholen, die war ein paar Kleider einkaufen und haben da jetzt auch welche gefunden, deswegen sind die jetzt früher da. Ich gehe jetzt Sarah abholen, bring sie her und dann treffe ich mich mit Barisch. Die alte Chance. Sie kommt mit ihrem Druckfrischmittel. Bist du sauer? Nein, wieso? Okay, cool. Ich stand gerade nur eine halbe Stunde allein in der Kälte bei Wind und Regen, obwohl ich auf dem Blätter muss, weil Doli sich 10 Minuten es hat jetzt gerade angefangen zu regnen. Ich versprochen, dass du kommst. Wir machen zusammen Iftar. Ja, aber ich will jetzt schlafen. Okay. Pass auf dich auf. Hey, what's poppin', man? What's poppin', man? What's poppin', man? How we doing, man? Man, man. Oh, hey. Geht's dir, man? Many, man. Man in white oder what? Kutsche, 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 kutsche. Wohin gehen wir? Wo du hin willst? Wohin? Wo immer noch willst, Baby. Was bist du, du Schwein? Jetzt geht er mal in die City, ne, mit diesem verrückten Jungen hier neben mir. Don't look to the side, man. Und natürlich, ja. Okay, I think my English is pretty good, yeah? Yeah, your English as well, man. But not your English, just your English is pretty. You're also pretty, my brother. Oh, thank you, man. My Bruder, man. Kiss my mom. Mein Bruder, man. Bruder, du kommst immer mehr zur guten Seite. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay, Leute, er hat sich den Schuh geholt. Mein Bruder hat abgenommen, Land. Hallo, Bruder. Die ist super, Mila. Die ist krass. Bruder, die sieht krass aus. Schau mal, wie deine Schuhe aussehen. Bruder, wenn du dazu breit sagst, artet DJ Kraftblumen mit uns.
Was sagst du? Ich will mit dir nicht mehr zu tun haben, Mann. Mit wem die Stadt ist schon eine geile Sache, ne? Bruder, was ist das denn, ja? Hey, mein Engel. Ja, voll. Voll die gute Freunde bekommen. Leute, für die nochmal, die nicht Bescheid wissen, Pinocchio, Jahnstraße 26, ihr müsst hierher kommen. Krasses Essen. Leute, schaut mal an. Hier kommt immer frisches Brot, Leute. Und das ist eine Vorspeise. Das ist so Aubergine mit Eiern und so richtig geil und Tomaten. Die hat einfach gerade, Barisch hat das gecheckt. Ja. Was habt ihr gemacht? Die Sarah hat ihm so die Apfelschorle genommen. Die so, oh Dodi, hast du für mich Apfelschorle bestellt? Und so, ja. Hat die so gefreut, hat die so, so genickt so. Und wir sitzen hier so und reden über andere Sachen, 5 Minuten später hast du die gerade getrunken. Und wir haben noch Zeit, Leute, ne? Guck mal, ich habe nichts davon getrunken. Ja, das ist, ich weiß, wenn man das aus dir macht, ist nicht schlimm, ja. Allah hafizim. Allah hafizim. Leute, wir genießen es jetzt, weil wir wollen jetzt einfach nur essen. Allah hafizim. Und wir sind dankbar für alles, wirklich. Okay, ich werfe jetzt und du musst fangen. Schatz. Okay. Ja? Okay, jetzt. Okay. Ja, okay, ich schwöre. Das ist schon. Oha! Chef, deren Bestellung, die geht auf unser Kappe. Es haben uns gerade einfach welche von hinten erkannt und ich habe jetzt mir gedacht, die waren richtig sympathisch. Ich übernehme jetzt einfach deren Rechnung. Jungs, wenn ihr das seht, ich küsse euer Herz. Okay, Karte habe ich noch nicht. Mit Karte geht, ne? Okay, und jetzt die nächste bitte. Geht. Lasst euch schmecken, ne? Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse deins, Bruder. Bruder, hast du bereut, dass du wenig bestellt hast, ne? Kissenschlacht! Komm doch lang! Au! Meine Brille, pass auf! Ich hab Durst, du auch? Ich auch. Nächste Woche Sonntag kommt, glaube ich, der Ramadan-Vlog, auf den ihr alle wartet, seit, glaube ich, Tag 1. Die ganze Gang, Ryan, Fabio, Yassi, Laura, alle werden mit uns mitfasten. Alle werden mit uns mitfasten. Dieses Video kommt nächsten Sonntag online. Das heißt, wir werden den Struggle, aber auch das Schöne daran vorbei. Also alle werden es einfach zusammen experiencen. Und darauf freuen wir uns beide auch schon unnormal. Also ich könnte wirklich die Tage abzählen bis nächste Woche, dass wir das Wochenende zusammen durchziehen. Und bis dahin hoffen wir, dass dieser Vlog euch gefallen hat. Falls ja, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar und ein Abo. Und das war's. Danke, dass ihr da wart. Wir haben euch lieb. Danke für die Unterstützung. Happy Ramadan und bye bye.